Die Zukunft liegt vor uns, gestalten wir sie. Vor 100 Jahren haben 13 Jahre gereicht, um, wie sich der Mensch von A nach B bewegt hat, radikal zu verändern. Und dazu will ich Sie heute hier willkommen heißen, weil wir machen genau diese Dinge. Was ist VR, AR, Mixed Reality? Für mich ist es eine neue Plattform. Und Mixed Reality, ich finde, es hilft noch zu verstehen, was kann denn diese HoloLens überhaupt? Das eine ist mal, dass sie weiß, wohin wir schauen. Das heißt, durch unseren Blick können wir die Interaktion lenken. Durch die Erkennung von Gesten können wir mit den Objekten interagieren. Und eine Spracherkennung eingebaut ist, das heißt, wir können Sprachbefehle geben und Interaktionen auslösen. Dann ein wichtiger Teil ist, dass der Raum erkannt wird und kann darauf entsprechend Objekte platzieren. VR und AR in der SBB. Hier sieht man, was hinter der Abdeckung ist. Unten rechts sieht man, wie es in der Wirklichkeit ist. Es wird VR im Zug eingesetzt. Das können wir bei der Planung einsetzen bei uns und gleichzeitig auch bei der Ausbildung. Hier sieht man, wie man die Signalethik herumsteuern kann. Weil ja, so eine Verschiebung von einem Automat kostet 10.000 bis 20.000 Franken. Das Feedback war sehr positiv von unseren Chirurgen und dabei wurde im Besonderen auf die Genauigkeit und die Interaktivität der HoloLens hingewiesen. Das ist ein Screenshot der Anwendung. Man kann die Areale, die man anzeigen möchte, auswählen. Die nächste Frage, macht man eine Lösung, die jetzt für Endkunden abzielt oder für Firmenkunden? Und für Firmenkunden ist es mehr das Tablet oder dann eben so Geräte wie die HoloLens. Da wird sicher noch mehr Geräte kommen in Zukunft, aber heutzutage, also Stichtag heute, ist HoloLens einfach das beste Produkt für diese 3D Augmented Reality. Und für uns war da mal wichtig, die Machbarkeit zu prüfen. Also geht das im Außenraum, auch bei Sonnenlicht? Sieht ihr, wie die Oberfläche gescannt wird vom Schiff? Und dann können wir das Modell überblenden mit dem alten Modell, wie es früher ausgesehen hat. Es ist eine neue Art von Möglichkeiten, die man jetzt hier hat. Es ist nicht so, wie wenn ich eine Web-Applikation schreibe, um irgendwelche Adressen zu verwalten. Da weiß man sehr genau, wie man das machen muss. Sondern wir haben neue Möglichkeiten, die noch nie da gewesen sind. Und das heißt, wir müssen eigentlich mit einer Innovationsmethodik anders rangehen. Für die Entwicklung braucht es auch neue Fähigkeit. Man braucht die Leute, die 3D-Konzepte verstehen und auch in diesen 3D-Welten programmieren.